Luca, nach den ersten 45 Minuten hätte man wahrscheinlich heute hier ein anderes Ergebnis erwartet oder erhofft. Am Ende aber gewinnt Waldhof Mannheim mit 1:2, mit 2:1. Hast du eine Erklärung für die zweite Halbzeit? Ja, ich würde nicht unbedingt sagen, dass es die zweite Halbzeit war. Ich würde sagen, wir haben in den ersten 15 Minuten richtig gut gespielt, hatten immer wieder unsere Situation nach vorne, kamen immer wieder gefährlich durch gute Konteraktionen auch noch zum Tor. Gehen auch verdient in Führung dann und danach haben wir so ein bisschen den Faden verloren, haben uns immer weiter hinten reindrängen lassen, haben unsere Konter unsauber ausgespielt und ja, so verlieren wir heute nicht unverdient. Wir haben dich als Torschützen ausgezeichnet. Die Szene zum 1:0, kannst du die mal beschreiben? Warst du der Torschütze aus deiner Sicht? Ja, ich hoffe doch. Also ich weiß nicht genau. Ich glaube, der Ball geht auch rein, wenn keiner den Ball berührt. Deshalb ja, denke ich schon. Blick jetzt einfach voraus auf Meppen. Ja, auf jeden Fall. Wir werden uns heute Morgen wahrscheinlich auch noch ärgern. Wenn du bis zur 70. 1:0 führst hier in Mannheim, darfst du nicht mehr verlieren. Das 2:1 fällt zu schnell. Deshalb, ja, es ist ärgerlich, aber es wird uns nicht umwerfen. Immer weiter, danke dir. Jo. Schnell, ich gratuliere dir zum Comeback im Spiel gegen Waldhof Mannheim. Ich hätte dir aber heute auch gern zu den 3 Punkten gratuliert. Sollte am Ende nicht sein. 2:1 Sieg für Waldhof Mannheim. Was war für dich ausschlaggebend, dass es heute nicht gereicht hat? Wir sind super in die Partie reingekommen, gehen 1:0 in Führung. Ja, danach ist das Spiel so ein bisschen schleppend gelaufen. Sehr unsauber waren wir heute mit dem Ball. Gegen den Ball war es eigentlich ganz in Ordnung. Und ja, zweite Halbzeit war dann eher nur noch verteidigen, wenig Entlastungsangriffe gefahren. Und ja, dann durch ein Standardtor holen wir sie quasi zurück ins Spiel. Und das, was danach passiert ist, darf uns halt so nicht passieren. Durch so einen einfachen Ballverlust nach dem Anstoß kriegen wir dann direkt das 2:1 und dann wird es halt hier beim Waldhof schwierig. Es war die heimstärkste Mannschaft gegen die auswärtsstärkste Mannschaft. Hat man es heute auch auf dem Feld gesehen? Ja klar, wenn wir das, was wir eigentlich immer auf den Platz bringen, dann denke ich, dass es auch in unsere Richtung laufen kann. Wir führen hier 1:0 und sind eigentlich gut im Spiel drin. Aber dann, wenn du halt so den Faden verlierst, wird es dann halt schwierig gegen die heimstärkste Mannschaft. Sie haben es am Ende dann auch gut gemacht, sind immer gefährlich über Standards gekommen. Das haben wir nicht so in den Griff bekommen. Und ja, das zweite Tor spielen sie halt auch gut raus. Ja. Motto jetzt, Mund abputzen und weiter gegen Meppen? Ja, sicherlich. Man kann nicht alles gewinnen. Es war uns klar, dass wir auch mal einen Rückschlag bekommen, aber wichtig ist dann die Reaktion darauf. Und ich denke, dass wir das zu Hause gegen Meppen auf jeden Fall zeigen werden. Da werden wir uns wieder was vornehmen und ja. Danke dir. Bitte. Horst, Niederlagen gehören im Fußball leider dazu. Heute gab es eine gegen Waldhof Mannheim 2:1. War es dieser Doppelschlag in der zweiten Halbzeit, der zur Niederlage geführt hat? Ja, es war so, dass wir ziemlich gut im Spiel waren zu Beginn, hatten unsere Möglichkeiten, Situationen auch gut rauskombiniert, trotz starken Gegnerdrucks. Ich hatte schon in den ersten Minuten das Gefühl, dass eine hohe Intensität von beiden Seiten gespielt wurde. Und dementsprechend war klar, dass wir dann eben in der hohen Intensität auch sehr genau sein müssen. Und ein zweites Tor hätte uns da sicherlich auch in der Anfangsphase sehr gut getan. So nach einer halben Stunde war Waldhof dann schon auch im Spiel drin, hatten dann auch diese Möglichkeit nach der Ecke, wo was passieren kann, schon der Ausgleich fallen kann. Das ist Gott sei Dank nicht passiert. Und dann war es nach der Halbzeit so, dass ich das Gefühl hatte, okay, wir kriegen es ganz gut verteidigt. Und immer die Idee, wir können uns auch nach vorne noch irgendwie Angriffe gönnen und entwickeln. Und ja, diese eine Möglichkeit, die wir dann brauchen, um vielleicht ein zweites zu machen, die kommt jetzt irgendwann im Laufe des Spiels. Das war so nicht. Ein Standard hat dann dazu geführt, dass wir den Ausgleich bekommen. Ja, und wie dann direkt das 2:1 fällt, kann ich noch nicht sagen. Es war einfach dann zu schnell, dass wir da das zweite Tor auch kassieren, dass wir gar nicht so richtig uns sammeln konnten. Dann hat die Mannschaft nochmal alles investiert, hat versucht noch nach vorne hin was zu machen. Waldhof hat dagegen gehalten, hat einfach super gut ihr Tor verteidigt und insofern gab es nicht mehr ganz viel Torraum-Szenen. Zum Schluss noch die Szene von Ben, wo er den Ball ganz gut nimmt und ein Stück neben den Pfosten setzt. Das war die Möglichkeit zum Ausgleich. Und nichtsdestotrotz war das, glaube ich, ein sehr gutes Drittligaspiel mit hohem Tempo und natürlich dann auch bei hohem Tempo hin und wieder mit Fehlern, die dann bei uns eben zu viel waren. Sehr gutes, intensives Drittligaspiel. Du hast gesagt, am Ende hätte der Ausgleich noch fallen können. Dennoch, was nimmt man jetzt als Lerneffekt mit?
Ja, weiß ich nicht ganz genau. Es ist ein hochintensives Spiel gewesen. Am liebsten gewinnen wir das. Ich werde jetzt die Analyse noch machen auf dem Rückweg, werde mir das Video anschauen. Da gibt es vielleicht dann noch Themen, die mir noch mehr auffallen als das, was ich eben schon gesagt habe, sprich die ersten Angriffe zu Beginn einfach dann vielleicht noch konsequenter verwerten. Und dann die Ballbesitzphasen müssen wir auch dann erhöhen. Noch, wenn wir so unter Druck geraten, müssen wir gucken, dass wir doch mehr ins letzte Drittel noch kommen, über Ballbesitzphasen auch das vorbereiten, dass wir da noch mehr Möglichkeiten rausspielen. Das ist das, was ich zuerst sagen kann, aber warum das nicht so gelungen ist, muss ich schauen. Schnelli hat eben gesagt, so eine Niederlage erfordert auch eine Reaktion. Ist das jetzt gut, dass Meppen schon so schnell kommt? Ja, wie gesagt, erstmal bin ich noch bei dem Spiel und es nervt mich und wurmt mich und dementsprechend kann sein, dass ich morgen so denke wie Schnelli. Jetzt bin ich erstmal dabei, das zu verarbeiten, und das fühlt sich nicht gut an. Zu verlieren ist nicht schön, und das darf jetzt auch noch so sein. Das darf, das Gefühl, das müssen wir mitnehmen, und dann wird es wahrscheinlich auch anspannend sein, dann am nächsten Spieltag wieder top da zu sein und einen besseren besseres Ergebnis auch zu erzielen. Danke, Horst. Gerne.